Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich im März aufgrund meines Final Sales euch nochmal die einzelnen Kurse ein bisschen genauer vorstellen möchte. Und wer es bisher verpasst hat, ich schließe alle meine Audio- und Online-Kurse. Die kann man nur noch jetzt bis zum 31. März kaufen. Und weil ich das mache, möchte ich euch die sozusagen schenken. Und alle Kurse unter 100 Euro, auf die bekommt ihr nochmal 50% Rabatt und alle Kurse über 100 Euro sogar 70% Rabatt. Die Meditationskurse, drei an der Zahl, haben 60 Euro gekostet, sind für euch also aktuell jetzt im März noch 30 Euro. Nur noch. Oh, krass. Meine Meditationskurse. Meditation war für mich ja der Schlüssel zu allem. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Ich hatte einen Burnout und ich hatte Depressionen und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich hatte immer wieder von Meditation und Hypnose und Unterbewusstsein, dass so viel in unserem Unterbewusstsein liegt, gehört und gelesen. Und an dem Tag, an dem ich für mich entschieden hatte, dieser Schmerz muss für irgendwas gut gewesen sein, habe ich begonnen, ein Buch über Hypnose und das Unterbewusstsein zu lesen. Natürlich auch über Meditation und dachte, okay, komm, ach, versuch's doch einfach. Du kannst nur feststellen, dass es nichts für dich ist, aber vielleicht funktioniert das genauso gut, wie die das hier in dem Buch beschreiben. Und ich hatte die Jahre zuvor eher negative Meditationserfahrungen gemacht. Ich hatte das erste Mal probiert während meines Abiturs, weil ich da extrem gestresst war und unter Druck stand und kam überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, Meditation kann ich nicht, ist nichts für mich. Die Atmung hat mich schwindelig werden lassen. Ich konnte mich nicht so lange konzentrieren. Ich habe versucht, eine Stunde zu meditieren. Also, ich bin da reingegangen und dachte, ich kann eigentlich gar nicht meditieren, aber es kann auch nichts Schlimmeres passieren. Also machen wir das einfach. Und habe gestartet mit einer Meditations-Challenge, die ich auf YouTube gefunden habe. Die war damals auf Englisch. Die ging 4 Wochen lang. Habe das den gesamten November 2016 gemacht. Das waren immer nur so 10 Minuten Meditation. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und ab dem Punkt hat sich alles verändert. Das war Ende 2016. Jetzt haben wir Anfang 2024 und ich meditiere immer noch jeden Tag. Und das soll was heißen von jemandem, der gesagt hat, ich kann gar nicht meditieren. Ich kann meinen Kopf nicht ausschalten. Ich kann gar nicht ruhig werden. Kann ich gar nicht. Man muss es nur auf die für einen selbst richtige Art und Weise machen. Mit kurzen Meditationseinheiten starten. Das können 5 Minuten sein, 10 Minuten sein. Mit einer Meditationsstimme, die einem liegt. Unbedingt mit geführten Meditationen. So war es bei mir. Und deswegen kam ich dann im nächsten Schritt dazu, dass ich ein paar Jahre später meine eigene Meditations-Challenge auf YouTube online gestellt habe, weil ich da einfach eine deutsche Version machen wollte von der englischen, die mir so gut geholfen hat. Und dann habe ich Meditationskurse online gegeben. Und diese Meditationskurse, die Meditation, die ich dort quasi live gemacht habe, habe ich dann immer aufgenommen und in Meditationskurse gepackt. Warum ist jetzt mein Licht ausgegangen? Nun gut. Und so sind dann in der Zeit 3 Meditationskurse entstanden, die man unabhängig voneinander machen kann, die aber auch alle aufeinander aufbauen, wenn man das möchte. Und jeder Meditationskurs hat 6 Module und geht über 6 Wochen. Das ist von mir so konzipiert. Du kannst es auch auf 12 Wochen strecken, wenn du das möchtest. Und in jedem neuen Modul gibt es ein oder mehrere neue Meditationen zu einem ganz bestimmten Thema. Da gibt es dann manchmal noch ein Zusatzaudio, um das Thema noch ein bisschen einzuleiten, zu erklären, worum es geht. Ne, wenn es um Dankbarkeit, Selbstliebe, Glaubenssätze, inneres Kind, um Chakren geht, gibt es da immer noch mal weiterführende Meditationen. Und ich gebe in den Meditationskursen ganz viele Tipps. Wie kannst du es schaffen, dran zu bleiben, deinen Kopf auszuschalten, dir wirklich in deinem stressigen Mama-Alltag eine Meditationsroutine zu schaffen, weil dafür sind die Meditationskurse da, um dir eine Meditationsroutine in deinem Mama-Alltag zu schaffen. Und warum solltest du meditieren? Weil es dich ruhiger werden lässt, weil du entspannter mit deinen Kindern bist, du bist geduldiger, du schläfst besser, du hast weniger körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen. Habe ich schon gesagt, dass man besser schläft?
Aber man ist einfach so, oh. Und man kann so viel alten Mist endlich loslassen, wie viel ich in Meditation für mich transformiert habe und gewachsen bin. Das ist unglaublich. Das ist für mich immer noch das wichtigste Tool, was mich gerettet hat. Und was ich deswegen so unbedingt mit dir teilen möchte und in die Welt noch weiter hinaustragen möchte und noch mehr Frauen dazu bringen möchte, regelmäßig zu meditieren, weil es einfach so wertvoll für unseren stressigen Alltag ist. Es ist einfach für mich unverzichtbar geworden und deswegen nutz gerne noch deine Chance im März. Zahl nur noch 30 Euro für einen Meditationskurs. Vielleicht willst du gleich einfach alle drei nehmen. Du kannst alle Meditationen downloaden und dann dein Leben lang für dich nutzen und teile das Video sehr gerne mit anderen, für die auch Meditation was Cooles wäre, die auch damit strugglen, sich eine Meditationsroutine zu erschaffen und da einfach eine Anleitung brauchen von jemandem. Ich habe mich dann später als Meditationsleiterin ausbilden lassen von jemandem, der Erfahrung und Ahnung hat und das für euch aufbereitet hat. Du musst es nur noch nehmen und umsetzen und hast deine Meditationsroutine und das wünsche ich mir so sehr. Unterstütze mich gerne, indem du das Video likest, mir sehr gerne einen Kommentar hinterlässt, ob du schon meditierst oder was du vielleicht für Schwierigkeiten beim Meditieren hast. Und dann findest du alle Infos zum Meditationskurs und auch nochmal den Code unten in der Infobox. Ich danke dir für deine Unterstützung, wünsche dir jetzt viel Spaß beim Meditieren und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!